Hallo und herzlich willkommen hier bei Mass Effect Andromeda mit dem Crazy Eddie aus Steel Gaming. Ja, wir sollten uns jetzt zu unserem Schiff begeben, wenn ich das richtig gehört habe. Das ist. Planetenscan. Ja, zu ihrem Schiff gehen. Gut, das machen wir jetzt. Langsam möchte ich auch von dieser Station mal runter und ein wenig fliegen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich am Nexus angedockt sein. Das heißt, ich müsste jetzt einmal da hinten hin und weiterfahren. Apropos, ich möchte mal nach Sarah sehen, bevor wir hier runtergehen. So, wo ist die Krankenstation? War nicht hier, sondern es war irgendwo da hinten, ne? Hier ist das Atrium, wahrscheinlich da. Wie sieht's aus? Wecken wir die Leute jetzt auf? Nein, wir wecken die Leute immer noch nicht auf. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Oder kann ich überhaupt noch gar nicht hier rein? Stecke ich hier zwischen den Leuten fest? Nee, ich kann wohl nicht weiter, oder? Karte? Nee. Kann ich wohl nicht. Ja, schade. Behälter. Biotikverstärker 1. Ja, gut. Mach ich doch glatt. Kann ich denn überhaupt meine Waffen ausrüsten? Also verändern? Das wird noch gar nicht gezeigt, ne? Vielleicht später auf dem Schiff. Wie hieß das Ding? Tempest? Mich mal interessieren, oder war das die Jäger? Die Transporter? Hä? Ach, guck mal. Ach so, ja. Ja, okay, das macht Sinn. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Na, das will ich doch schwer hoffen. Das ist die Tempest. Schicke Schiffchen. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden Sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Kommen Sie mal mit. Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase?
Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß. Ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Weibliche Turianer. Das ist eine echt neue Erfahrung. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Aha. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich gieße mir noch eben ein wenig Birnensprudel ein. Moment. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, das habe ich verstanden. Ja, so. Wolltest du einen Schluck? Ah, geil. So. Logbuch. Nein. Codex. Ich glaube, ich werde in der nächsten oder übernächsten Folge oder irgendwann mal, also auf jeden Fall, demnächst mal einen Lesetag machen. Fähigkeiten. Habe ich denn neue Punkte? Fangen wir mal so an. 100 Credits. Nein, habe ich nicht. Biotik? Nein. Achso, das sind die allgemeinen Punkte. Was möchte er denn mir die ganze Zeit sagen? So, meine Teammitglieder oder was? Ja, mach mir mal eine Nova. Ach, da muss ich erst Fähigkeitenpunkte. Ah, okay. So. Bestätige. Vetra. Die Asari, die hier. Turianerin. So, Energiepanzer. Vetras individuelle Panzerung härtet sich und aktiviert verstärkte Schilde, die ihr unerreichten Schutz bieten. Schadenswiderstand 65, Schilde wiederhergestellt 20, Dauer 10, braucht 30, um aufzuladen. Ich bräuchte auf jeden Fall einen Betäubungsschuss. So. Turbolader. Vetra leitet die Hitze ihrer Waffen durch ihren Anzug ab, um ihre Feuergeschwindigkeit und Feuerkraft zu erhöhen. Okay. Wenn dieser Effekt aktiv ist, muss Vetra ihre Waffe nicht nachladen und ihre Schüsse können Deckung durchdringen, wenn auch mit niedrigerem Schaden. Gute Frau, jetzt beruhigen Sie sich mal. Trojanischer Schmuggler. 15 Waffenschaden, Kräfteschaden und Stärkeschaden. Ja, nimm. Nein! Und Liam. Ich hätte gedacht, ich gehe mit meiner Schwester ins Feld, aber gut. Splittergranate haben wir. Ein Chaosangriff. Liam springt nach vorne und sticht mit seinen Universalklingen nach unten auf Gegner hinab, wobei die Energie entladen wird und alle Gegner in der Nähe betäubt und anfällig für Kombo-Detonationen macht. Ah, Überlastung. Überlastung ist gut. 18 Fähigkeiten, Punkt.
Ja, komm, hier, mach mal. Nee, Aufnahmetempo, nee. Militärische Ausbildung, hier, mach mal das da, mach mal das da. Und mach mal einmal Schilde hoch. Genau, so. Nervt er mich damit auch nicht mehr. Inventar. Kann ich damit jetzt machen? Starter 1. Kann ich die jetzt anlegen? Kann ich nicht anlegen, was soll das? Die normale, die Predator, die kennen wir ja. Das ist eine gewöhnliche Pistole. Schaden 19, 650, 15. Predator ist besser? Okay. Dann möchte ich die jetzt hier zerlegen. Okay, nice. Ja. Waffen, Sturmgewehre. Das ist M8 Avenger, das haben wir ja. So, Schrotflinten haben wir keine, Präzisionsgewehre haben wir auch keine. Wir haben hier ein eine Universalklinge und einen Biotikverstärker. Ein spezieller Bio-Verstärker, der in der Milchstraße ursprünglich von Aldrin Labs hergestellt wurde. Er erlaubt es, einem Benutzer seine Faust in einem Massereffektfeld zu hüllen und einem Gegner mit gewaltiger Kraft zu attackieren, diesen häufig ins Wanken bringt. 7x25 Nahkampf. Universalklinge, das gleiche. Diese verbrauchbare Silizium-Kohlenstoffwaffe kann mit dem Fabrikator eines Universalwerkzeugs geschmiedet werden. Die durchsichtige Universalklinge wird durch ein Massereffektfeld in sicherer Entfernung von der Haut des Benutzers in der Schwebe gehalten. Warnlampen erleuchten das Feld, damit die glühend heiße Klinge nur den vorgesehenen Gegner verbrennt. Okay. Ja, Mods. Ja, darf ich die. Da, kann ich die anlegen? Wahrscheinlich an der Waffenstation oder so. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Mods. Wir noch Panzerung. Wir gucken uns das gleich mal an, wenn wir irgendwo sowas haben, wo wir es gebrauchen können. Panzerung, Verbrauchsobjekte, Brandmunition, Schildkondensator. Ja, die behalten wir natürlich. Forschung, Panzerungsbaupläne. Echt? Ja. Und ein paar. Waffenbaupläne. Incisor, Scharfschützengewehr. Raptor? Was ist denn ein Raptor? Ach, das Ding! So, das sind die Waffen aus den alten Teilen, okay. Carnifex kennen wir. Die Phalanx, oh, die war ja nice. Zippe? Ist das nicht die von den Guess? Nee. Zari? Ah, Sari, genau, Sari, hier steht's. Halbautomatisch verwendet Patrone von der Mikro-MP-Munition, die enormen Schaden verursacht, ja. Katana-Kämmer von den Kroganern, Avenger, das ist halt das normale M8, das wir haben. Metok. Versalklinge, ja. Hoppala. Ja. Faszinierend, was man hier alles kriegt. So. Sieht schon nice aus. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Okay, ich kann wohl nur ein Ding benutzen. Das hier. Keine Kontaktoption verfügbar. Okay. Wie komme ich jetzt wieder runter? Da, ne? Ja. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Ja, schrei mich nicht so an. Es scheint zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Ich werde jeden Vorteil nutzen, den ich kriegen kann. Selbst wenn ich dafür Schrott suchen muss. Hey, mit Tech wie dieser ist nichts mehr einfach nur Schrott. Zumindest nicht mehr, sobald wir damit fertig sind. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Was jetzt?
Forschungsterminal. Wählen Sie Forschung, um mit erhaltenen Forschungsdaten FD neue Pläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung, um Objekte und Upgrades anzufertigen. Wählen Sie Forschung, um mit Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Mal kurz forschen. Wow, Hilfe. Milchstraßen FD, okay. Geben Sie durch Scans gesammelte Forschungsdaten aus, um mit neue Baupläne für die Fertigung fortschrittlicher Waffen und Panzerung freizuschalten oder Zugang zu mächtigen Verbesserungen zu erhalten. Jede Forschungskategorie hat unterschiedliche Forschungsdaten. Milchstraße, Helios und Relikt. Mit Q und E wechseln Sie die Kategorien. Wählen Sie einen Bauplan oder eine Augmentierung und drücken Sie leer, um mit der Forschung zu beginnen. Also Augmentierung ist eine Verbesserung oder Veränderung. Hilfe! Was ist jetzt? Waffen? Helios? Und Relikt vermutlich. Helios hat 180? What? Was sind denn Verbesserungen? Flugschmiermittel. Diese Verbesserung ist eine Spezialverbesserung. Sie können während der Entwicklungsvorgangs eine solche Verbesserung von beim Schweben 35% Feuergeschwindigkeit und Tech-Schaden. Aha. Brauche ich 50, okay. 300. Alter Kühlkörper. Diese Verbesserung gehört dem Typ Schusswaffenverhalten an. Sie können während des Entwicklungsvorgangs eine solche Verbesserung bei Schusswaffen anwenden, okay? Munition füllt sich nach einer Verzögerung automatisch wieder auf. Was? Okay, Forschung, Verbesserung. Wehrschlägersystem. Diese Verbesserung. So. Dieses Projektil prallt von flachen Oberflächen ab. Aha! Kann ich damit um Kurven schießen? Kühlungseinheit. Erhöht die Magazinkapazität um 20%, wenn Spezialmunition aktiv ist. Also was wie Brandpanzerung oder sowas. Brandmunition. Wenn das aktuelle Magazin leer ist, werden 5% Gesundheit abgezogen und das Magazin wieder aufgefüllt. Was sind das? Blutmagie? Plasma-Ladesystem. Ultra selten. Nicht Schrotflintenwaffen, also alles was. Kein Schrotflint ist. Feuern explosive Direktschuss-Plasma-Bolzen ab. Laden Sie die Waffe auf, um eine verheerende Salve abzufeuern. Bei Schrotflinten feuern explosive Direktschuss-Plasma-Bolzen ab, jeweils mit geringerem Schaden als normale Patronen. Laden Sie die Waffe auf, um eine Bla. Ja. Schlachtfeld-Hilfsmodul. Wenn Gesundheit und Schilde voll sind, plus 20% Schaden auf einer Waffe. Bei der Brust, wenn Gesundheit bei 20% oder niedriger liegt, 25% Widerstand gegen alle Schadensarten. Das gefällt mir. Konzentrationsmodul. Ah, Kopfschmerzen. Moment. 10% Waffenpräzision, wenn Schilde bei 20% oder niedriger liegen. Oh. Mit Armschutz. Halt. Nicht so schnell. Ach so, das ist noch aufeinander aufbauend, okay. Aha. Okay, verstehe. Ja, so langsam verstehe ich das so ein bisschen. Helios Helm, Verteidiger. Helios Brustpanzerung, Verteidiger. Helios Brustpanzer, Verteidiger 1. Bauplan ultra selten. Da brauche ich Kettlegierung, Meditationskristall, ein Reliktpolymer und Reliktkern. Dauert also wohl noch. Okay, alles klar. Bin ich hier in Forschung, ne? Gehen wir mal nach Entwicklung. Wuhu! Entwicklung. Drücken Sie X, um mehr über die Materialien zu erfahren, die für die Umsetzung eines Bauplans nötig sind. Suchen Sie den Forschungsbildschirm, um vollkommen neue Baupläne freizuschalten. Okay. Ein Universalgelbehälter. Eine fallflüssige Mischung aus Legierung und synthetischen Polymeren, die in der Milchstraßentechnologie zur schnellen Fertigung verwendet wird. Behälter mit Universalgel sind häufig bei besiegten Milchstraßenexilanten zu finden
oder können durch Zerlegung ihre Waffen und Panzerung erlangt werden. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Eisen, Lithium. Ja. Und Element Zero. Ja, gut. Also die kann ich jetzt hier bauen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Das Avenger finde ich jetzt so nicht schlecht. F. Nein, du sollst nicht bauen. Ich will. Nein, ach, Mann. Oh. Fluorid. Das sieht aber schön aus. Ein Mineral, das unter anderem zur Herstellung wissenschaftlicher Präzisionslinsen verwendet wird. Fluorid kann durch Aufklärungsposten entdecken und im Nomad abgebaut werden. Es ist außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Aha. Was ist denn das jetzt hier? Bereit zur Entwicklung. Also das ist alles, was ich bauen kann gerade. Ja, und das ist, was generell baubar ist, wenn ich es richtig verstehe. Spezialobjekte. Na gut, ich lasse es jetzt erstmal. Ich weiß auf jeden Fall, was es hier macht. Kiosk, An- und Verkauf. Ach, Hallöchen. Möchte aber jetzt erstmal... den behalte ich. Was hab ich denn davon? Zwei. Also ich verkaufe eigentlich generell erstmal nur alles, was ich... So. Geht's noch? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Kann ich nicht eigentlich alles? Irgendwie... Außen? Achso, nee. Bioelektrische Fesseln. Oh, weg, weg. Ich fange oben an und dann einfach alles weg, was ein E hat. Hier dieses Ding. Dann mache ich mir da jetzt keine Probleme. Bevor ich da jetzt irgendwelchen Blödsinn verzapfe. So, das ist da, das da, da, da. Okay. Schön. Was ist denn ein 1,7 Piranha? Schrotflinte. Ultra selten. Kostet? Schaden, Magazingröße, Präzision, Gewicht, bla bla. Ach, 3600, ich war mit dem Pfeil drauf. Entschuldigung, das Cyclone Run Sturmgewehr ist ein gewöhnliches Sturmgewehr mit 800. Die Phalanx? Kann ich entweder kaufen oder herstellen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann herstellen. Ein Eiroch-Flüssigkeitsbeutel. In Eirochs finden sich Beutel mit einer Flüssigkeit, die zur Abschaltung empfindlicher elektromagnetischer Komponenten genutzt wird. Es gibt zwar eine synthetische Standardalternative, allerdings ist diese kaum zu bekommen. Eirochs können in der Wildnis gejagt werden, um an ihre Flüssigkeitsbeutel zu gelangen. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Okay. Brandmunition, Disruptormunition, Kryomunition. Overdrive Pack lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf. Erhöht außerdem vorübergehend Schaden und. Nee. Nein, warte. Erhöht außerdem vorübergehend die Präzision und Schadensreduktion. Aha. Wir schießen besser und wir halten weniger Schaden. Schildkrötensattel haben wir. Fluorid kann man hier kaufen. Hüllenfasern. Eine keratinartige Substanz bildet die Grundlage des Panzers bestimmter Kreaturen. Würde es repliziert, könnte sich dieses Biopolymer als nützlich für die Herstellung kinetischer Polsterung erweisen. Okay. Mineralien. Bearbeitbarer Balk. Achso, irgendein Gewebe. Beryllium. Okay. Eisen. Fettlegierung. Kann ich hier auch kaufen. Finde ich gut. Also ich kann auf jeden Fall eine ganze Menge hier an dem Typen kaufen. Finde ich in Ordnung. So. Ich habe aus irgendeinem Grunde Vanadium. Ein seltenes Material. Dieses seltene Metall kann zur Herstellung verschiedener Baulegierungen verwendet werden. Okay. Ich habe hier ein Waffenmod. Nee, wo war das Ding?
Ja. Ach, fürs Präzisionsgewehr habe ich noch gar nicht. Kann ich mal kurz was bauen? Waffen? Präzisionsgewehre? Ich liebe diese Aufteilung. Die Widow, die braucht Kupfer, ne? Ist das richtig? Ist das richtig mit CU, Kupfer? Ich dafür X? Ne, V, okay. Ja, Kupfer. Fehlt mir eigentlich nur noch Kupfer, okay. Die Viper. Da habe ich nichts für, da habe ich nichts für, da habe ich was für. Ja, dann nehmen wir erstmal die. So, damit ich auch weiß, was es macht. Welcher es ist. Nicht, dass ich irgendwann mal eine Waffe habe, die ich dann austauschen möchte und plötzlich die falsche verschrotte. Das ist mir ja auch schon passiert. Ist nicht unbedingt in Andromeda, aber... Ja, so, gut, danke. Das finde ich gut. Also das finde ich echt gut, muss ich sagen. Einsatzteammission. Hä? Hey. Was? Achso, ich bin immer noch offline. Ja, gut. Und was ist das hier? Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Ja, sieht auf jeden Fall sehr faszinierend aus. Was ist das? Das ist ein Helm. Was? Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Okay. Oh, Hydrokulturen, ey, das sieht richtig geil aus. Okay, Hey. Nein! So, bevor ich jetzt hier auf die Brücke gehe, würde ich sagen, ich mache noch mal einen ganz kurzen Break und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder, ja? Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, dem Crazy Eddie, auf der Tempest. Bis gleich!